Promi-Geflüster, heute wieder mit einer neuen Ausgabe und nach fast 700 Folgen haben wir doch immer mal wieder Gäste, die bei uns noch nie dabei waren. So freut es mich heute umso mehr, den Traumschiffarzt, den Dr. Wolf Sander. Allerdings ist er jetzt vor kurzem nach 10 Jahren von Bord gegangen. 10 Jahre haben ihn geprägt und gespielt wurde er natürlich von meinem heutigen Gast, von Nick Wilder. Und da dazu sage ich mal Moin nach Hamburg. Grüße dich. Moin, moin, Frank. Freue mich, dabei zu sein heute bei deinem Promi-Geflüster. Eine tolle Sendung. Ich habe ja gerade gehört, du machst das schon so viele Jahre und hast sicherlich viele, viele treue Zuschauer auch. Also an alle Zuschauer, moin, moin aus Hamburg. Genau. Natürlich, klar, da haben wir schon einiges beisammen, genau. Und wie gesagt, 10 Jahre Traumschiff haben dich geprägt und vielleicht, wer auch die Werbesendungen immer mal wieder schaut, da kennen sie dich vielleicht auch noch, meine Zuschauer, aus der Werbung Hamburg-Mannheimer als der Herr Kaiser, oder? Ja, vielleicht hatten sogar einige deiner Zuschauer eine Versicherung beim Herrn Kaiser bzw. bei der Hamburg-Mannheimer, die es ja heute nicht mehr gibt. Es ist ja alles in Ergo übergegangen. Ja. Aber es war eine wunderbare Zeit. Wir kommen vielleicht nachher auch noch auf mein Buch zu sprechen, meine Biografie, die euer heißt Hallo Herr Kaiser, das Leben ist wilder als man denkt. Und diesen Titel damals hat mein Co-Autor Björn Sülter, mein Verleger, eigentlich durch ihn kam dieser Titel zustande, weil er fragte mich, schreib doch mal ein Buch. Du hast so ein wildes Leben gehabt. Ich sage, nein, 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 ich will nicht nach hinten schauen. Er sagte, wenn du mal ein Buch schreiben würdest, wie würde der Titel heißen? Und ohne zu überlegen, habe ich dann gesagt, boah, das Leben ist wilder, als man denkt. Und ich dachte, boah, ist ein super Titel, weil der Name kommt drin vor. Und meine Frau war dann die, dann sagte, 86,5% aller Deutschen kannten Herrn Kaiser im Jahr 2002. Eine große Umfrage war da. Ja. Und da sagte ich, da muss doch irgendwie Herr Kaiser davor. Und so haben wir dann den Titel gewählt. Und Herr Kaiser war und ist immer noch in den Köpfen der Leute eine tolle Figur. Er verkörperte Werte, Anstand, er war der Berater, er war der Freund der Familie und hat sich um die Finanzen gekümmert. Und dann dieser gleitende Übergang, als Wolfgang Rademann mich damals holte für den Schiffsarzt Dr. Sander, da hat er sich das natürlich genau überlegt, weil ich war eine Sympathiefigur, wie er mir sagte. Und Junge, du hast die Tafel Silber nicht geklaut, also du bist jetzt mein neuer Schiffsarzt. Und ja, das war schon ein tolles Gefühl, diese zwei wichtigen Personen im deutschen Kulturgut sozusagen zu verkörpern all die Jahre. Ja, auf alle Fälle. Wenn man jetzt natürlich so auf dem Traumschiff unterwegs ist und natürlich 10 Jahre, da hat man doch, glaube ich, schon so ziemlich alle Kontinente jetzt dann gesehen, oder? Ja, also überall, wo auf einem Kontinent ein Hafen ist, da waren wir, glaube ich. Also es gibt nicht mehr allzu viele Länder, die wir nicht gesehen haben. Natürlich, wenn man auf dem Schiff unterwegs ist, wir haben immer einen Landteil und einen Schiffsteil. Und wenn wir mit dem Schiff unterwegs sind, ist man natürlich nur immer einen Tag im Hafen. Aber es gibt trotzdem immer einen wunderschönen Einblick in ein Land, in die Kultur. Wenn man da noch das Glück hat, an dem Tag nicht dreht und sich mit ein paar Schauspielerkollegen zusammen ein Taxi nimmt und dann lokal in der Gegend rumfährt und vielleicht nicht unbedingt immer zu den touristischen Highlights, dann lernt man das Land schon sehr gut kennen und hat einen guten Eindruck. Denn touristische Highlights kann man ja heute schon fast per 4K-Stream im Video sich anschauen, manchmal sogar in 3D. Aber dieses Gefühl von, was das für Menschen sind in einem Land und mit einem Taxifahrer in der Gegend rumzufahren, ist schon was ganz was anderes. Wenn der einen dann noch mit nach Hause nimmt zu seiner Familie und man mit denen Tee trinkt, dann lernt man das wirklich das Innere des Landes ein bisschen mehr kennen. Das glaube ich, genau. Und wie gesagt, Land und Leute kennen. Aber eine Insel habt ihr mit dem Traumschiff, glaube ich, noch nicht angefahren. Das war Insel Fehmarn.
Nee, da hat es noch nicht ganz zugereicht, aber ich konnte Insel Fehmarn sehen, denn ich hatte mal das Glück, mit meinen Schwiegereltern eine kleine Traumschiffreise zu machen. Da haben wir aber nicht gedreht, das war jetzt privat, und zwar nach St. Petersburg. Und das ging dann über Dänemark, Schweden, und wir sind an Fehmarn vorbeigefahren, aber der Hafen in Burg Staaken ist leider ein bisschen zu klein, die Fahrrinne, dass die MS Deutschland da hätte reinfahren können. Genau. Fehmarn ist mir auch noch ein Begriff, klar. Ich meine, als ja, Teenager mit den Eltern hat man damals Urlaub gemacht und gerade so die Ostsee, Laboe, Kiel, Travemünde und natürlich war man auf Fehmarn, die sogenannte Vogelfluglinie, gell, wie sich es auch nennt, ne? Ja, die E4, die Über die da schöne Brücke drüber. über diesen wunderschönen Bogen, der jetzt in der Planung der Zukunft der Insel erhalten bleibt. Und das finde ich auch sehr toll. Man baut jetzt einen Tunnel neben dieser Brücke. Der geht dann auf die Insel, kommt da oben wieder unten wieder raus auf die Insel, und dann geht es nach Puttgarden, und da wird wieder ein Tunnel, glaube ich, jetzt gebaut. Tunnel und Halbbrücke nach Dänemark. Aber das sind natürlich jetzt 7, 8, 9 Jahre Bauzeit, glaube ich. Und da wird auf Fehmarn sicherlich viel los sein und werden, und auch ein bisschen Chaos entstehen durch die ganzen Bauarbeiten. Aber ich finde das schön, dass die Brücke erhalten bleibt. Ja. Wie ist denn dann auf Fehmarn die Internetverbindung? Denn ihr habt ja wirklich, oder beziehungsweise du und deine Kollegen habt ja da am 7. Mai Großes vor. Also die Internetverbindung dort, wo wir etwas Großes vorhaben, im Burger Filmtheater. Das ist ein wunderschönes Kino, ich glaube, eines der schönsten Kinos überhaupt in jedenfalls Norddeutschland. Haben die gerade eine neue Internetverbindung hergestellt, mit Maximum Upload Power, so dass wir dort hoffentlich an dem Tag eine gute Verbindung haben. Aber du weißt, wie es ist, selbst bei den öffentlichen Fernsehanstalten kann das mal sein, dass eine Verbindung nach Washington abbricht oder ein Interview auf dem roten Teppich bei den Oscars abbricht. Sowas kommt immer mal vor. Aber wir hoffen natürlich an dem Abend, dass alles super klappt. Ich habe ein ganz tolles Streaming-Team an Bord, junge Leute, die Ancora Film, die haben es gut drauf, und wir werden am 7. Mai von Fehmarn, da wird Fehmarn zum Nabel der Welt, ein Stream veranstalten, der noch nie so in dieser Form auf der Welt stattgefunden hat. Wurde mir bis jetzt jeweils immer noch bestätigt. Denn wir sind vor Ort in diesem Kino und haben eine Talkbühne aufgebaut, auf der ich Teile meines Buches lesen werde. Und es ist eine neue Art der Lesung meiner Biografie. Wir fangen an auf Fehmarn, wo ich mit Plattdeutsch aufgewachsen bin, ging in die Schule und kommen sehr schnell in die wilden Jahre von Klaus Wilder, wie ich früher hieß, nämlich die Zeit des Rock'n'Rolls, die Zeit der Jimi Hendrix wilden Musik, als ich meine Schülerband geformt hatte. Dann kommt sofort ein Schwenk auf die rechte Seite des Kinos. Dort wird eine Livebühne sein, wo unsere Schülerband vollzählig wieder angetreten ist. Und wir werden Klassentreffen natürlich, quasi. wie bitte? Ich sag Klassentreffen quasi. Sozusagen ein Klassentreffen und ein historisches Klassentreffen, denn wir sind mit unserer Schülerband Flangia Kaifers damals zweitbeste deutsche Schülerband geworden Toll. und durften uns vorbereiten für diesen Bild-Zeitungswettbewerb damals in diesem Kino. Die Frau Stein, die es damals geleitet hatte, Mitleid mit uns, weil wir so laut waren. Und jetzt spielen wir nach 53 Jahren in der gleichen Besetzung wieder im Kino auf einer Art Wohnzimmerbühne. Und da werden wir dann an dem Abend noch mehrere Musical Acts haben. Und dann schwenken wir wieder zurück in diese Talkbühne, die man sich vorstellen muss, wie beim öffentlichen Fernsehen, mit einem großen Screen hinten, wo dann die Bilder zu dem Thema laufen und zwei, drei Sessel sind. Und dann wird mein Kollege, Schauspielkollege Helmut Zierl da sein, denn der hat auch ein Buch über seine wilden Jahre geschrieben, als er 15, 16 war, mit Drogen gehandelt und zu Hause rausgeflogen. Dann wird wieder umgeschaltet eine Hamburger Band, Joy and the Messengers. Die haben ein Musical entwickelt mit dem Englischen Theater hier in Hamburg. Das heißt Me, Joy and I. Das geht um die Sängerin Janis Joplin und ihr Leben. Und das haben die auch schon zweimal aufgeführt letztes Jahr. Dann kam Corona, dann war wieder dicht.
Aber die werden dort Me and Bobby McGee spielen. Ein ganz besonderes Lied, das dem Helmut Zierl sehr viel bedeutet, auch in seinem Buch vorkommt. Und so geht der ganze Abend immer weiter. Wir werden abheben mit Hilfe des Hamburger Planetariums, die uns wunderbare Bilder gebastelt haben, dass wir von Fehmarn in das Weltall hinaufsteigen, wo man dann ganz deutlich sieht, wie viele Hunderte von Umlaufbahnen an Satelliten dort rumschweben. Denn ohne die Satelliten könnten wir diese ganzen drahtlosen Verbindungen auch alles gar nicht machen und Stimmt. landen dann aus dieser Sphäre wieder unten in Südtirol zum Beispiel. Und dort werde ich mit dem Norbert Rier und seinem Sohn Alexander sprechen und wir werden Musik gemeinsam machen. Die beiden werden dort unten spielen, live, und ich werde im Burgtheater dann Mundharmonika dazu spielen. Und so geht der ganze Abend weiter. Wir fliegen nach Hawaii, um die Reimanns abzuholen, den bekannten Auswanderer Conny und Manuela Reimann. Wir werden einen Politiker abholen, Barry Goldwater Jr., den Sohn des damaligen Präsidentschaftskandidaten Barry Goldwater Senior. Wir werden mit meinem Filmkollegen, mit meinem Schauspielerkollegen Sayid Badreya sprechen, mit dem ich zusammen in der Szene in Stargate zu sehen war. Wir versuchen immer noch, Roland Emmerich an die Leitung zu kriegen. Vielleicht schaltet der sich noch dazu. Größen wie Harold Faltermeier, der berühmte Filmkomponist, der ja Beverly Hills Cops und Top Gun 1 und jetzt gerade Top Gun 2 mit Hans Zimmer wieder komponiert hat, wird auch live dabei sein im Stream. Es passiert wahnsinnig viel, tolle Musikacts. Wir haben Oper dabei, Nicole Mühle wird singen, dann eine Musicalgröße, Natalie Wahnsinn. Dorre, die wird Soul singen. Es wird eine 3-Stunden-Show und es wird riesig. Die Leute müssen jetzt nur noch ein Ticket kaufen und dafür Genau, haben wir ein darauf ganz kommt es an, tolles richtig. Video gemacht, Ja. das man vielleicht auch im Netz dann sehen wird. Denn Dann für viele Leute ist das ja noch, machen wir noch eine ah, das wäre Verlinkung toll, dazu. weil viele Leute ja einfach nicht wissen, mit dem Stream ist es ja noch ziemlich neu. Es ist ja kein Fernsehen in dem Sinne. Man holt sich eine Karte, geht auf einen Link und dann ist man auf einmal live dabei und kann sich das Ganze noch 3 Tage im Netz anschauen. Und das ist momentan so etwa so ein bisschen der Knackpunkt. Wir haben so eine tolle Show, die noch nie auf der Welt stattgefunden hat. Aber es geht jetzt darum, den Leuten zu erklären, diese Angst einmal zu nehmen. Geht ins Netz, klickt drauf, holt euch die Karte, die kostet 17,50 und dann seid ihr dabei und könnt diesen ganzen Abend eine 3-Stunden-Show live miterleben. Und wir freuen uns riesig drauf. Und das Witzige ist natürlich auch, wenn man dann zwischendurch mal wohin muss, aufs stille Örtchen oder so, man kann ja kurz auf Pause drücken und an der Stelle wieder fortsetzen. Schön, dass du das sagst, Frank, weil es ist wie ein YouTube-Video. Genau. Es kann ja auch sein, dass an dem Freitagabend am 7. die Tochter heiratet und man sagt, oh, da haben wir keine Zeit, macht nichts. Wenn man dann um 2 die Hochzeit beendet hat, kann man schnell nochmal reinschauen und Genau. sich das vor- und zurückspulen. Das ist ja wunderbar, dass wir in dieser heutigen Welt leben, solche YouTube-Videos, die Richtig. man immer vielleicht bestimmte Passagen gerne nochmal sehen will. Man drückt auf den Knopf, schiebt unten hin und her und kann sich alles anschauen. So ist es. Tickets, wo kriegt man Tickets her? Wo kann man sich da so ein Online-Ticket besorgen? Ticket ist eigentlich jetzt, das ist ja die Power vom Internet. Man gibt eigentlich nur einen Nick Wilder und Fehmarn. Oder Nick Wilder, 7. Dann Mai. ploppt Dann alles kommen auf. da die ganzen Ticketverkaufsstellen. Da kann man sich sofort reinwählen, ein Ticket holen und schon ist man drin. Dann bekommt man einen digitalen Code. Den bewahrt man sich auf und am 7. Mai, kurz vor 8 Uhr, geht man rein und dann ist so eine Warteschleife mit Countdown. Gleich geht's los. Und dann sind wir auf einmal live auf der Insel Fehmarn in dem Kino. Der Bürgermeister wird alle begrüßen. Und ja, es wird großes Kino mit hohem Standard. Das heißt, oft bei diesen Streams heute ist das ja so, dass ein Laptop aufgeklappt wird und die Tonqualität vielleicht nicht so gut ist oder die Bildqualität. Wir sind da mit höchsten und größten technischen Neuheiten am Start und hoffen, dass wir da also wirklich eine tolle Sendung hinkriegen. Auf alle Fälle, da drückt man ganz fest die Daumen, dass das so rüberkommt und so gelingt, wie es du dir wünschst, wie ihr es euch wünscht, ganz genau. Ja. Du bist auch mit der Mundharmonika zu hören und auch gesanglich, da habt ihr extra noch ein Lied, gell?
Ja, wir haben das, was ich dann auch in meinem Buch sage ich immer wieder, es gibt keine Zufälle im Leben. Ich habe über Instagram im Januar den größten Plattschnacker, also Plattdeutschsprecher hier in Norddeutschland, der als Kind aus Äthiopien damals kam, der Jared Dibaba. Und über den habe ich mich verlinkt über Instagram. Und jeden Freitag, und heute ist es so wieder weit, haben wir den Plattenfreitag. Und das ist eine riesige Plattdeutsch-Community. Und ich glaube, es gibt bestimmt 3, 4 Millionen Plattdeutschsprecher hier in Norddeutschland, Mecklenburg und Niedersachsen. Und da sind immer viele dabei. Heute geht es uns ums Spargelessen. Und da haben wir uns über Instagram kennengelernt. Und den habe ich dann gefragt zu meinem Event, da er Plattdeutsch spricht. Wie wäre es, wenn wir ein ganz tolles Lied auflegen? Und zwar gibt es schon ganz lange ein englisch Traditional, der heißt Early One Morning. Und Sarah Brightman hat ihn schon gesungen oder Adam von Bonanza. Und da hat der Plattdeutsch-Moderator Gerd Spiekermann schon mal Hand dran gelegt. Da hat er auch die gleiche Idee, eine Kombination von Plattdeutsch und Englisch zu machen. Und der Song heißt These Boys Must Be Free Ob Platt, also auf Plattdeutsch. Und es geht in diesem Song eigentlich darum, ich kann es am besten vielleicht so erklären, es ist eine neue Version von Junge, komm bald wieder, fahr nie wieder hinaus, diesem berühmten Song von Freddie Quinn. Von Denn Freddie es Quinn. geht um die Freiheit der Seeleute, die rausfahren, aber schon wieder von den Mädels, von den Derns, die am Hafen warten, träumen, sich ihre Freiheit nicht nehmen lassen. Und da gibt es am Hafen Brummenbier und es wird Party gemacht. Und dieser Song hat einen richtigen Drive für jeden, der Foxtrott gerne tanzt, linksrum, rechtsrum. Da geht es richtig ab. Und ja, alle können mitsingen. Und das ist ein Song, auch wo schnell eine Polonaise draus entsteht und die Leute richtig abfeiern können. Ja, da sind wir schon gespannt. Es wird eine tolle Party am 7. Mai. Muss halt jeder zu Hause feiern, aber irgendwo sind wir doch dann alle mit verbunden, ne? Ja, wir versuchen natürlich in diesen verrückten Zeiten, die ja die ganze Welt global miterlebt, irgendwo gute Laune reinzubringen und ein bisschen Highlight und für jeden etwas dabei. Also Kastelruther Spatzen und Jimi Hendrix passt ja irgendwie nicht zusammen, aber es wird ein Abend, der ein Feuerwerk von verschiedenen Richtig. Gästen auf der ganzen Welt abgeholt sein wird, wo unheimlich viel passiert, wo wir wirklich auch nicht lange quasseln dürfen, sondern ein Thema abhandeln, gleich zum nächsten Talkgast kommen, wieder abheben, ins All, wieder Leute abgreifen. Und ich glaube, jetzt sind wir bei 2 Stunden 45 Minuten, denn hier und da wird noch mal eine Minute überzogen, sind wir schnell mal bei 3 Stunden. Und da haben wir uns überlegt, am Ende, da dann jeder Musik-Act nur einmal gespielt hat, weil sonst einfach nicht die Zeit reicht, dass wir dann sagen, und jetzt sind wir kein Sender, der dicht macht, wir lassen offen. Und die, die ins Bett gehen wollen, können ins Bett gehen. Aber jede Band darf noch mal einen draufhauen, einen raushauen. Und da freuen sich alle drauf. Frank, du kannst dir gar nicht vorstellen, die Musiker, wie froh die sind, mal wieder Natürlich. auf einer Ja. Live-Bühne zu stehen. Und die sind so mit Elan dabei und die wünschen sich natürlich ein großes Publikum, damit sie mal wieder gehört werden. Also alleine deswegen sollten Leute schon aus Solidarität sich ein Ticket holen und sagen, Auf alle da bin Fälle. ich dabei, weil das wird nur einmal da sein in dieser Form und ein bisschen richtungsweisend auch. Ist es irgendwie limitiert, dass irgendwo eine gewisse Zahl zuschalten kann, Nein, dass die nein, Leitungen nicht also überlastet jeder. sind? Jeder, der ein Internet hat, und wir werden jetzt auch nochmal an die ganzen deutschen Botschaften und diese American German Clubs schreiben, jeder, der ein Internet hat, und selbst wenn er auf dem Mars wohnt, dann kann man ein Ticket holen, geht am 7. Mai rein und kann live dabei sein. Da haben wir diese große Ticketfirma Reservix, hat da extra einen Partner eingekauft. Das geht, glaube ich, über auch Vimeo, sodass die ganze Welt schauen kann. Wir haben sogar ein WhatsApp-Channel eingerichtet, dass man auch noch kurz Fragen stellen kann. Die werden dann in den nächsten 3 Tagen danach abgearbeitet, wenn eine Frage zu einem bestimmten Talkgast da ist. Wir haben auch eine Telefonnummer, die angerufen werden kann, wo jemand dann sagt, mein Gott, den Harald Faltermeier, jetzt, ich möchte gerne irgendwie eine Frage loswerden oder den Reimanns, wie kann ich den jetzt eine Nachricht zukommen lassen? Alles ist da möglich Alles ist möglich, sehr gut. und da freuen wir uns schon drauf. Das klingt wirklich super. Tolle Sache. Dann wünschen wir einfach toi, 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 alles Gute, dass das wirklich so gelingt. Und ich würde sagen, spätestens, wenn das rum ist, unterhalten wir uns nochmal,
sozusagen nochmal Revue passieren lassen und das Ganze nochmal besprechen, wie es für euch war. Ja, gerne, gerne, gerne. Und ich hoffe natürlich, dass durch diesen Event, durch diesen Abend, die Menschen da draußen, die jetzt auch schon ein bisschen älter sind, die Angst vor diesem Streaming verlieren. Dass die können ja schon alle mit dem Computer umgehen und haben ihr Handy und haben auch schon WhatsApp. Aber dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, auf diesen Ticketlink zu klicken, Kreditkarte rein. Man hat dann ein Ticket und ist das erste Mal dann vielleicht beim einem Streaming dabei. Und dann beim nächsten Mal weiß man es. Meine Schwester zum Beispiel, die Älteste, die ist 80 und die spielt immer Bridge an einem Montag. Und Okay. die zahlt da immer 5 Euro jeden Montag und sagt, genau so ist es. Das ist genau so. So ist Man geht es. rein, ist verlinkt und ist dabei. Ich sage jetzt bloß ganz kurz, die Fans von Truckstop, die haben ja sowas schon zweimal erleben können. Die Jungs, die Country Band, auch aus Hamburg, ja, ne, die haben schon Ja, zwei Online-Konzerte so abgeliefert. die Truckstop, allerdings sind die sicherlich nicht um die Welt geflogen und haben die haben natürlich Das nicht. ihre Musik gespielt, aber die Truckstop, das ist witzig, dass du das jetzt erwähnst. Die Truckstop haben zwei davon, Opi, der ja leider gestorben ist, und den anderen erinnere ich mich jetzt nicht dran, die haben an meinem 55. Geburtstag auf Fehmarn im Wissers Hotel gespielt. Da hatte meine Frau Christina eine Überraschungsparty für mich engagiert und ich bin da voll reingelaufen. Sie hat es natürlich schlauerweise einen Monat vorher gelegt, sodass ich nicht Lunte roch und kam rein und das Thema war Cowboys und Cowgirls und ich kam in dieses Lokal rein und da waren die beiden und spielten Gitarre und wir haben natürlich mit unserer alten Band, die auch da war, mit denen noch gejammt an den Abend. Und die Hotelbesitzerin, eine alte Freundin von mir, kam auf einem Reitpferd reingeritten ins Restaurant. Das Pferd wurde geführt, hatte ein Cowgirl-Outfit und hat mir dann ein tolles Gedicht vorgelesen auf Dänisch, Plattdeutsch, Deutsch und Englisch. Das sind so meine Hauptsprachen. Und da waren die Truckstops dabei. Insofern habe ich auch einen Berührungspunkt, da schreibe ich auch in meiner Biografie drüber, mit den Truckstops. Tolle Leute. Und Country ist natürlich dadurch, dass ich in Montana lebe, auch meine Musik. Blues und Country sind bei mir ganz oben angeschrieben. Genau, da wollte ich jetzt gerade auch noch den Sprung rüber machen. Genau, Montana. Und da haben wir, du hast es ja auch vorhin, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, Bonanza. Das war auch so eine Kindheitserinnerung bei dir, oder? Wo du immer gerne geguckt hast, wohl. Bonanza ist ein ganz, ganz großer Begriff bei mir. Als ich 10 Jahre alt war, war der Bauer gegenüber bei uns in Jellingsdorf, der hatte einen Fernseher sich gekauft, dieser schwarz-weiße Kasten. Und da habe ich auf dem Teppich gesessen mit den anderen Kindern im Dorf und habe mir jede Sendung, jede Episode von Bonanza reingeschaut. Und da setzte sich bei mir damals im Kopf etwas fest. Das war für mich so der Oberbegriff von Freiheit. Auf so einem Berg zu wohnen eines Tages mal und runter zu reiten zu so einem See, wie es damals gezeigt wurde, obwohl es wurde ja in Kalifornien gedreht und nicht in Montana. Aber für mich war das Montana und heute lebe ich auf diesem Berg in Montana und ich hatte vor 2 Jahren unser letztes Benefizkonzert, was wir auf unserem Anwesen immer machen. Ein ganz großes Schlüsselerlebnis, wo alles zusammenkam. Meine Träume, dass ich da jetzt eben wohne, und meine Musik. Da hatten wir ein Thema an dem 2019 A Night in Italy at the Ting, also eine italienische Nacht, wo wir Puccini gespielt haben. Das gesamte Helena Symphonieorchester war da mit 99 Menschen. Und vor mir waren 500 Gäste auf dem Rasen, dahinter der Missouri und Montana. Und dann spielten wir natürlich, weil das eine italienische Nacht war, auch von Ennio Morricone, Spiel mir das Lied vom Tod. Und das war etwas, was ich mit 15 auf der Mundharmonika per Zufall gelernt habe, weil ich mich verblasen habe. Denn es ist ja dieser quäkige Ton. Aber als ich dort stand im Smoking und vor all diesen Gästen und wir ansetzten, ein volles Orchester hinter mir, ich die Mundharmonika dazu gespielt habe, oben auf dem Dach auf einmal 7 Cowboys auf unserem Haus standen im Abendlicht und ich auf mein eigenes privates Bonanza runterschaute. Da standen mir alle Haare zu Berge. Das war schon monumental. Und ja, das werde ich jetzt, wer auf meine Vimeo-Seite raufgeht, der kann das da auch sehen. Nick Wilder, Gut. Vimeo ist unverschlüsselt. Da kann man sich diesen Moment nochmal reinziehen.
Montagna, da fällt mir auch immer noch Ronny ein. Der hat ja auch ein Lied über Montagna geschrieben oder In gesungen den damals, ne? Bergen, ja, In das hat ein, Montagna, genau. das hat ein wunderschöner Chor am Ritten auf unserer Hochzeit damals 2001. Die kam aus dem Sahntal, die waren in voller Tracht und es gibt da sowas wie Zäune. Das heißt, man kommt aus der Kirche raus, ist so ein Brauch, da muss man irgendeine Aufgabe erledigen. Und wir wollten dann runtergehen zur Wiese, wo ein Heißluftballon schon aufgeblasen war. Den hatte die Hamburg-Mannheimer damals gestiftet. Und da gingen wir dann mit in die Luft. Aber auf dem Weg dahin war so ein Steig und da standen 7 Menschen in Tracht und haben dann dieses Lied in Montana in den Bergen gesungen. Wunderbar im Kanon. Also es war ein ganz privater Moment nur für Christine und mich, an den ich mich immer noch sehr, sehr gerne daran erinnere. Das glaube ich, ja, genau. Sehr gut. Was stehen sonst für Projekte an, wenn wir jetzt über den 7. Mai hinausschauen? Was hast du da noch, wo wir ein Ja, bisschen also mal plaudern könnten? über den einen Moment, der natürlich jetzt ganz kurzfristig dahinter kommt. Am 27. Mai werden wir wieder rüberfliegen nach Montana. Und dann haben wir auch schon die ersten Gäste in unserem Gästehaus, das man ja mieten kann. Aber am 26. Juni, einem Samstag, haben wir hoffentlich zum dritten Mal jetzt diesen großen Benefizkonzert, dieses Event, wo das gesamte Helena Symphonieorchester bei uns wieder ist. 500 Gäste, da generieren wir immer sehr viel Geld für die Kunst, für das Symphonieorchester, denn in Amerika gibt es für solche Institutionen nicht mal eben vom Staat Geld, es ist immer alles privat finanziert. Und wir haben dann das Thema A Night in Hollywood at the Ting. Und da wird am 7. Mai eben auch Harold Faltermeier darüber sprechen, denn der wird am 26. Juni rüberkommen mit seiner Frau Birgit und dort natürlich der Sprecher über das Thema Filmmusik sein. Und keinen besseren als Harold Faltermeier. Da haben wir tolle Sachen engagiert. Ein Freund von mir ist der Chef der Nationalgarde und der hat mir versprochen, dass ein Fighterjet ganz flach über die 500 Zuschauer rüberfliegen wird, um denen das Gefühl von Top Gun einzugeben. Denn das ist das Eröffnungslied, was wir spielen werden am 26. Juni, dieses berühmte Top Gun 1 Thema. Und das wird schon ganz großes Kino, wenn die da während des Songs einmal mit dem Jetjäger rüberfliegen. Wahnsinn. Und dann geht es nur um Filmmusik den ganzen Abend. Und das werden wir dann wie so Art Cirque du Soleil auch immer bebildern. Die zweite Hälfte, weiß ich schon, im Programm fängt zum Beispiel an mit Rocky. Die Filmmusik von Rocky, da wird jemand unsere Treppen hochlaufen und Pauli wird da stehen mit einem. Es wird alles bebildert, sodass man alle Filmmusiken in irgendeiner Form dann visuell erlebt. Klingt auch interessant, auf alle Fälle. Sehr schön. Dann Ja. in diesem Sommer noch drehe ich 2 Filme. Ich hoffe, dass natürlich auch wegen der Pandemie auch vieles da verlangsamt sich, aber vielleicht, es sieht so aus, als wenn dieser Sommer noch der Film gedreht wird. Steel, das ist ein Cowboy-Film und da habe ich mir eine Rolle des Sheriffs ergattert und freue mich schon riesig drauf, denn ich glaube, das ist für jeden Filmschauspieler oder für jeden Jungen auch ein Traum, mal einen Sheriff zu spielen. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Dann spiele ich wieder einen Arzt in einem sehr großen psychologischen Thriller. Da geht es um psychische Krankheiten und es ist zwar ein Low-Budget-Film, aber ich habe mich da sehr engagiert. Ich spiele da einen Psychiater in einer Klinik, wo geht es um Schizophrenie. Und ich habe mich engagiert, weil das auch ein Thema in Amerika und in Deutschland ist, was so ein bisschen unter den Tisch gefegt wird, wenn in der Familie jemand psychische Belastung hat oder eben depressiv ist. Man redet nicht gern drüber. Und das ist eigentlich falsch. Man sollte mehr drüber reden, die Leute darauf ansprechen, wie geht's dir, bevor irgendjemand vom Dach springt und dass es dann zu spät ist. Und deswegen Das ist mir stimmt. dieser Film auch persönlich sehr wichtig. Und wenn er dann nach Deutschland kommt, werde ich da auch gerne auf jedes Sofa gehen und diesen Film bewerben, weil er, glaube ich, für als gesellschaftliches Thema sehr wichtig ist. Genau, na, herzlich willkommen dann wieder. Können wir gerne wieder drüber reden. Ja, gerne, Ne? gerne. So, abschließend würde ich jetzt doch gerne noch einen Satz von dir irgendwie auf Plattdütsch hören.
Was kannst du da noch Ja, du, ich loslassen? frage, was soll ich dir vertellen? Ich sitze hier in Hamburg, das ist Wälder ist fien und heute habe ich wieder Plattenfreitag mit Jarrett die Barber. Da konnte ich all so tauschladen über Instagram. Und dann hoffe ich doch all, dass vor allen Dingen die plattische Community, dass die all ein Ticket kriegt und an 7. Mai da bi sollen. Und da frage ich mich ob.